Aber wir haben auch gar nicht so weit geguckt, ne? Da ist nämlich auch noch was. Oh oh. Oh, toll. Na toll, ey, echt jetzt? Alles klar? Ja, natürlich. Lässt zu schnell! Nutze deinen Schild! Gute Nacht. Wen schießt du? Gegner erledigt. Da ist das Ding. Eigentlich gefahrst du? Eiserner Frieden, kein goldener Krieg. Tyr sprach oft davon, wie hoch die Kosten des Kriegs im Vergleich zu den Beträgen waren. Er glaubte, dass es seine Pflicht war, ihn zu vermeiden. Das hat sich nicht geändert. Nee, so. Wäre zwar schön, aber nie. Was ist denn bei ihr? Siegelbestrafung? Nahkampfangriff auf Gegner, die von einem Hexenfluch... Was weiß ich denn, was ein Hexenfluch ist, Mann? Geh mir doch nicht auf den Sack mit der Scheiße. Was ist hier noch? Leitbild hier. Am Ende der Schlange ist auch noch was. Kraxeln wir da auch noch eben hin. Dann machen wir noch das eine Lager. Und dann gehen wir in den Tempel. Ich bin falsch abgebogen. Ja, ich bin falsch abgebogen. Sorry. Ich bin doof. Ich weiß nicht warum, aber ich bin doof. Bin ich da lang. Irgendwo da hinten ist noch was. Oh wow. Hier soll noch was sein. Hier. Hier. Gar nicht die Schlange. Oh,
Oder doch? Kann sein, dass wir das noch nicht machen können. Sieht nämlich schwer danach aus. Verfolgen. Ach, das ist irgendwo hier. Ja, dann nehme ich das da. Ups. Dort. Da drüben ist etwas Schutt. Wahrscheinlich von Tieres armer Statue. Schütze den Frieden. So, ich schätze, das war's. Glaube kaum, dass wir noch mehr interessante Teile finden. Inschrift. Wow, echt? Tieres Speer, Strebe nach Frieden. Okay, gut. Habe ich nicht aufgemacht. Braucht man nicht. Ich habe immer die Liebe bewundert, die Tiere hervorbrachte. Wo ich herkomme, werden Kriegsgötter nicht auf diese Art ver... Ja. Okay. Es sind auch nicht alle Kriegsgötter gleich. Nein, sind sie nicht. Das ist auch mal richtig. So, dann lassen wir uns noch eine Runde rumtempeln. Da hoch kommen wir wahrscheinlich nicht. Nee, das ist verschütt. Da, noch ein Koal-Räuberlager. Hm. Wir sollten etwas dagegen unternehmen, ja. Um deine Wölfe beruhigen. Ja, entspann dich. Bin doch schon dabei. Hinter dir, Bruder! Alles klar. War aber noch nicht alle. Olof Nautson. Ach du Scheiße. Ja, natürlich. Das Gefühl, Eis wäre gegen ihn besser. Dass der zweite Hieb immer sitzt, ne? Gute Nacht. Der Häuptling war er es, der die Wölfe fing. Olof Nautson, der Anführer der Kohlräuber, wird die Wölfe Midgards nicht länger bedrohen. Specki und Svana sind Atreus seit ihrer Rettung ans Herz gewachsen. Und mit der Zeit habe auch ich gelernt, mich auf sie zu verlassen. Sie sind loyal und höflich. Meistens zumindest. Ich hoffe, ich konnte ihre unruhigen Geister besänftigen, wo Olof jetzt nie wieder Hand an sie legen wird. Wo ihr sie befreit habt? Weiß ich nicht. Mein Name ist Olaf. Und mein Name? Karl. Oder so.
Chaos-Zyklon. Was macht der denn? Oh, der ist eigentlich auch ganz nice. Ja, aber der macht bei Weitem... Ja gut, der ist für Betäubung, ne? Und der ist auf Schaden. Ja, ich finde... mehr für Schaden. Das war's, ne? Hier soll noch eine Schmiede sein. Halt. Eine Truhe, Wissen, Artefakte fehlen auch noch. Und nur ein Schatz. Sie haben immer noch Angst? Nicht vor den Räubern. Okay, ich... Irgendwas passiert jetzt. Habt keine Angst. Ihr seid in Sicherheit. Gut. Brave Jungs. Mädchen. Brave Mädchen. Hover Lumpi. Okay, da oben ist eine Schmiede eingezeichnet, aber da kommen wir nicht hin. Noch nicht. Da wäre es ein leichtes, darüber zu klettern und dann hochzugehen, ne? Oder einfach über den Turm. Oh. Da habe ich was übersehen. Wohl eine Skulptur aus den südlichen Ländern. Geraubte Schätze. Ich glaub, kann sein, dass die sich automatisch in die Richtung drehen, wo wir hin müssen. Hier ist kein Hochkommen. Na gut, dann lass uns mal hier hin zurück. Haben wir hier denn... Okay, Raben haben wir zumindest alle. Artefakte haben wir jetzt eins gefunden. Das ist Fjodorlunds Schatzkammer. Wir können den Tresor betreten. Wirklich? Aber erstmal machen wir den hier. Wenn's geht, dann geht's. Kann ich auch nichts für. Viele Sachen, die wir noch nicht öffnen können, aus irgendeinem Grund. Ich bin gespannt, was mich jetzt wieder fressen will. Vielleicht Sigurd. Dem Thron. Kratos! Oh nein. Ach, echt jetzt? Trifft nicht viel.
Wir sollen noch so ein Kackding rumlungern. Gut, so geht das. Gut Night. Verschwinde, Fingerstreiter. Oh nein. Hier sitzt Prinz Dachre. Ich kann nicht fassen, dass er noch hier ist. Prinz Dachre, das ist die Leiche von Sigruns Bruder. Wie ist er denn so verendet? Freya, warum antwortest du nicht? Na, weil Sigrun ihn bestimmt gekillt hat. Darf ich da mal hin, bitte? Hallo? Bist du sicher, dass du das lesen willst? Nein. Tu es. Das Ende der Liebe. Nie gab es eine Liebe so leidenschaftlich und elend wie die, die zwischen der schönen Prinzessin Sigrun und dem fremden König Helgi entbrannte. Helgi bettelte um ihre Hand, aber Sigruns Vater, König Högni, wies ihn ab. Entschuldigung. Und so stellte Helgi eine schreckliche Armee zusammen und fiel in ihr Land ein, um alle zu töten, die sich gegen ihre Vereinigung aussprachen. Der König, die Königin, die Prinzen, alle wurden getötet, alle bis auf Sigruns mutigen Bruder Prinz Dagre. Der kühne Dagre nahm sein Speer und rammte ihn durch den verrückten König Helgi. Als die Prinzessin erfuhr, dass ihr Liebster durch die Hand ihres Bruders getötet worden war, belegte sie ihn blind vor Zorn mit einem grauenhaften Fluch. Doch als sie wieder zur Besinnung kam und entdeckte, dass ihre gesamte Familie tot war, erkannte sie ihren Fehler. Es war zu spät. Der Fluch hatte bereits von ihrem Bruder Besitz ergriffen. Die tiefe Trauer verwandelte sich in eine herzzerreißende Reue, die sie überwältigte. Als Buße für ihre Sünden verzichtete sie auf ihre Reichtümer, den Titel und den Thron, um sich mit Geist, Körper und Seele den mächtigen Walküren zu verschreiben. Sie legte einen Schwur ab, um ihr Herz zu verbergen, da ihre Liebe zu gefährlich war. Anscheinend hat Sigrun ihren Bruder wegen des Mordes am ihrem König verflucht. Nein, wirklich? Sie wusste nicht, dass der irre König ihre Familie ermordet hatte. Als sie es erfuhr, war es zu spät. Sie hatte ihren Bruder verflucht. Deshalb schloss sie sich den Walküren an. Als Buße. Du wusstest alles über Sigruns Familie, oder Freya? Das war nicht meine Geschichte. Schon komisch. Jetzt, wo ich alles weiß, liebe ich sie nur noch mehr. Sie wählte mich, trotz meiner Fehler, meiner Reue. Zu wissen, dass es ihr ähnlich ging, bringt mich ihr näher. Das freut mich zu hören. Noch mehr Schätze. Noch eine Skizze von Dvalin. Du hast sein Gewissen erwähnt. Ja, er hat eingesehen, dass die Asen mit seinen mächtigen Waffen wahrscheinlich Zwerge töten würden. Deshalb hat er seine Entwürfe überall verstreut. Und dann? Dann hat der Allvater davon erfahren. Er war ganz begeistert. Eigentlich dann noch sowas wie im ersten Teil die Walküren als Gegner. Die waren ja auch schon knack und back, ne? Knackig. Waren die knackig. So, damit haben wir hier auch alles. Ein Schatz fehlt noch und hier ist auch noch irgendwas. Ich glaube, hier werden wir noch hinkommen. Aber nicht heute. Wie mir scheint. Oder ich hab's nur noch nicht gesehen. Aber rein theoretisch geht's nur von dem Tor da oben. Von dem da. Nee. Von, warte, zeige ich dich. Da, wo die Brücke rüber geht.
Von dem da. Das müsste, glaube ich, auch das Tor nach Jötunheim sein, ne? Ich weiß nur nicht, wie wir da hochkommen sollen. Eventuell muss ich dann hier erst irgendwas ändern. Oh, das ist die Schalala lange. So, wo lang wollt ihr? Da lang wollt ihr, ja? Aber wir können mit dem Schlitten nicht weiterfahren. Ja, warte, ich gucke erstmal hier lang. Still. Was ist das denn? Das ewige Lagerfeuer. Karte aktualisiert. Hier ist noch irgendwas. Ein verlassenes Lager. Wer immer hier war, ist lange fort. Was hast du entdeckt? Eine Liste von Zutaten für eine Mahlzeit. Ein Rezept? Wer hat das hier gelassen? Sehen wir uns die Zutaten an. Vielleicht führt uns das Rezept ja zu Ihnen. Durch die Welten. Die Zutaten des Rezepts finden. Die Zinkenfrucht, die Bantammelone, die Alpenkappe und den nordischen Flaschenkürbis. Für das Rezept wird eine sogenannte Zinkenfrucht aus Svartalfheim benötigt. Okay. Nur die Frage, können wir die Frucht auch schon holen? Sieht aus wie Initialen. Sind es dieselben in dem Rezeptbuch, das du gefunden hast? Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier eine der Zutaten finden. Hier? Vanaheim, Alfheim und Midgard. Ein nordischer Flaschenkürbis. Also diese Herzen habe ich auch schon mal gesehen. Das ist ein Gefallen, den ich nicht verfolgen kann, ne? Ach, der ist gleich hier. Okay, das ist ja leicht. Die Ballade von Yari und Somr. Das sagt mir nichts. Eine alte Geschichte, aber eine gute. Das Zeichen zeigt, dass sie durch diese Welt kam. Wir könnten versuchen, die andere zu finden, wenn ihr neugierig seid. Okay. Das wird aber ein bisschen aufwendiger, ne? Ich hoffe nur, dass die Nornen irgendwo drinnen sind, im Warmen. Eins ist sicher, ich habe Midgard im Fimbulwinter nicht vermisst.
Danke. Das werden wir früh genug sehen. Genau das. Königsgrab. Sieht nach Kampf aus. Jetzt mit einem Troll. Achtung, linke Seite! Mann, ich bin noch weggesprungen. Der weitere Weg ist magisch versiegelt. Irgendwas hier drinnen gibt ihm Kraft. Oh, jetzt müssen wir aber nicht durch alle Welten reisen und diese scheiß Gräber nochmal suchen, oder? Darf ich das ominöse leuchtende Grab vorschlagen? Klar darfst du das. Das Heft eines Schwertes. Moment! Ich kenne dieses Schwertheft. Vorsicht damit. Du weißt am besten, dass Waffen Geister mit sich tragen können. Wenn es uns nicht hilft, die Normen zu finden, kann es warten. Suchen wir weiter. Hier lang. Immer noch unentdeckt. Okay. Ich spüre hier ihre Illusionen. Ich kann versuchen, sie zu bannen. Dann mach das doch mal. Aber erst... Warum erstmal die hier? Die Narnen nicht durch ein mystisches Tor. Jetzt ist nicht die Zeit für Spaziergänge. Freya hat was entdeckt. Ist ja gut. Hier ist nichts. Oh. Eine falsche Spur. Ich fürchte ja. Wir müssen abwarten, was die Wölfe noch finden. Typischer nornischer Unfug. Sie wissen, dass wir sie suchen. Ich habe gesagt, dass sie es nicht leicht machen. Was hat das Schwertheft eines verfluchten Königs damit zu tun? Ablenkung, Zufall. Wer weiß. Sie würden wohl sagen, es war unser Schicksal, es zu finden. Hm. Richter, ihr Viechers.